Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge meiner Serie Der Weg zu 1 Milliarde Credits. Gestern habe ich ja meine Nemesis endlich bekommen. Hier ist sie, ich sitze hier drin. Haha, bin ja echt gefreut. Super. Und ja, mein kleiner Raumflitzer, den ich da bauen wollte, um das Uni ein bisschen schneller zu erkunden, wurde nicht gebaut. Er wurde sogar aus der Bauschleife irgendwie rausgekickt. Er war gar nicht mehr da. Dachte ich mir so. Na gut, kenne ich ja, Paranidische Schiffswerften, die haben ja nicht so viele Mats, die haben immer einen Bedarf, weil die so viel kämpfen. Denn, ja, dachte ich mir, gut, Argon Prime, baue ich wieder Frachter, um halt ein paar Unihändler zu haben und um die Werften zu versorgen. So, und dann ist was passiert, was meine komplette Strategie erstmal über Bord geworfen hat. Also musste ich erstmal umswitchen. Dadurch haben wir heute einen riesen Zeitsprung gemacht. Ich bin jetzt bei 13 Stunden Spielzeit. Keine nennenswerte Fortschritte. Ich hab die Smart Chip Fabrik. Gut, die habe ich, da habe ich den Bauplan durch Zufall bei einem Datenleck gefunden. Hab noch ein paar andere Baupläne bekommen. Aber ich habe keine Mission mehr gemacht, weil ich habe festgestellt, bei jedem ist ja das Spiel anders, aber ich habe für mich festgestellt und was auch viele schon geschrieben haben in den Foren, bei mir sind alle Werften, ja, die haben alle Bedarf an irgendwas und können deswegen nichts bauen. Ich konnte gestern nicht mal mehr einen Frachter bauen. Also, ja, habe ich mir gesagt, alles klar. Das heißt, ich muss die Wirtschaft jetzt auf Vordermann bringen. Ich muss die unterstützen. Das ist ja eigentlich auch der Sinn, ja. Wenn alles hier wunderbar ohne den Spieler funktionieren würde, dann hätten wir ja gar keine Daseinsberechtigung. Wäre ja dann auch langweilig. Jo, also ich mit meinen vorhandenen Transportern erstmal die Schiffswerften Argon Prime beliefert, dass die mir noch mehr Transporter machen kann. Und jetzt folgendes. Ich gehe mal kurz auf die Karte. Gucke mal, hier habe ich schon ein paar UTs, also Unitrader. Und ich habe die gestern eingestellt. Ich habe gemerkt, jetzt mit 1.5, mit dem neuen Spielstart, haben manche hier schon 4 Sterne. Ja, das ist Wahnsinn. Also die sind alle schon auf Unitrading, also wie heißt denn das eigentlich genau? Automatischer Handel, genau. Habe ich automatischen Handel gemacht. Bei den Waren könnt ihr ja alle möglichen Waren einstellen. Da habe ich dann eine ganze Liste eingetragen und habe gemerkt, okay, das ist nicht so das Wahre. Ihr verhuddelt euch ständig, warum auch immer. Also habe ich das jetzt so gemacht, dass ein Frachter immer eine bestimmte Ware verteilen soll im Universum und das funktioniert bisher echt super. Ja, das funktioniert klasse. Hier Hüllenteile habe ich zwei. Ich brauche wahrscheinlich, also um alle Werften vernünftig versorgen zu können, werde ich wahrscheinlich 50 Unitrader brauchen. Das wird wahrscheinlich nicht mal reichen. Nur damit die Wirtschaft am Leben bleibt, damit die Fraktionen weiter ihre Kriege führen können, weil es scheppert hier überall im Universum. Am Anfang habe ich festgestellt, das hört halt mit fortschreitendem Spiel nur auf, weil die Fraktionen keine Schiffe mehr bauen können. Deswegen ist der Weg zur Milliarde sowieso immer über die Werften der Fraktionen, ja. Kohle, Kohle, Kohle. Und deswegen werden wir ganz viele Sachen herstellen, die die brauchen. Aktuell fehlen überall Antriebsteile. Aber Antriebsteile brauchen ein bisschen mehr, da brauchen, ja, haben wir eine größere Produktionskette. Da könnte ich aber den Bauplan zum Beispiel schon kaufen. Smart Chips, was eigentlich total einfach ist, kann ich erst ab Rang 20 kaufen. Das war mir ein bisschen unlogisch. Aber okay, so ist es. Ich habe ja, ich hab die Trader jetzt hier alle unterwegs, die ich bisher gebaut habe. Mehr wollte ich jetzt erstmal nicht machen, weil wir wollten ja eine Station bauen. Wir müssen ja irgendwann mal mit einer Station anfangen. So, damit die hier auch ordentlich machen können, deswegen auch jetzt 13 Stunden Spielzeit, habe ich die Sektoren, also noch nicht ganz alle. Hier oben fehlen noch ein paar und ja, alles, was nicht bevölkert ist, brauche ich sowieso nicht. Ich habe alle händisch abgeklappert. Jede einzelne Station und überall, wo für die Schiffswerften wichtige Sachen sind, habe ich Satelliten, damit meine Frachter wissen, wo die besten Preise sind. Und so sieht jeder einzelne Sektor aus. Halt, ich habe das immer halt über hier Bauplätze verwalten gemacht, draufgeklickt und dann sehe ich ja, wo welche Bauplätze sind und bin alle abgeflogen und ja,
Ich habe auch schon in den Kommentaren gelesen, also jetzt kam ja Folge 1, ich bin ja ein bisschen im Vorlauf. Folge 1, da kamen etliche Strategien, die alle sehr interessant klingen, wie man die ganzen Sektoren eigentlich, ja, alle freispielen kann. Der eine schickt halt hier 30 Folgebefehle, ja, hier mit einem Schiff und der macht hier mal Zickzack. Die anderen machen das halt über automatische Erkundung, die ewig dauert. Ich bin es jetzt manuell abgeflogen. Ich habe einen, mein Startschiff hier, der hier, die Elite. Die fliegt hier ein bisschen rum, macht hier oben ein bisschen. Aber das ist total ineffektiv, finde ich ja. Da bin ich manuell schneller. Manchmal findet er die Station nicht. Zum Beispiel hier ist eine Station. Ja. Wo ist die? Ich sehe sie nicht. Da. Und das ist nicht zu hoch. Das nur mal dazu, weil die sieht er ja auch. Aber wahrscheinlich, naja, muss ich dann vielleicht doch mal manuell hinfliegen. Da wollte er nicht mit den Achsen rumspielen. Da, das will hier alles noch nicht so klappen. Oder sehe ich gerade Waffenkomponenten, genau, die sind wichtig. Dann schmeißen wir da einen Satelliten hin. Ja, so, das ist die Ausgangslage. Ich habe jetzt halt etliche Stunden damit zugebracht, hier alles freizuspielen. Für später und auch für jetzt. Jetzt wird hier alles beliefert. Das reicht natürlich vorne und hinten nicht und das ist auch gut so, wir haben viel zu tun. So, und wir fangen jetzt an mit der Station. Mit 16,5 Millionen, ein bisschen müssen wir noch zurückhalten für die Unitrader. Wird enge, weit werden wir damit nicht kommen, aber wir können schon mal anfangen, weil der Bau dauert ewig, die Mats ranschaffen dauert ewig. Diese Konstruktionsschiffe, wenn wir ins finden, das braucht auch ewig, bis das da ankommt, also alles gut. Wir fangen an mit einem Dockmodul. Ich habe dieses Raumpier, das Einzelraumpier nicht gefunden, also noch nicht gekriegt. Und für 2,5 Millionen wollte ich es jetzt auch nicht kaufen. Wir machen jetzt das T3er-Dock dran. Ja, dann haben wir gleich drei Andockplätze für die großen Schiffe. Ich habe deswegen den Bauplatz ein bisschen vergrößert. Der kostet ja hier nichts. Und dann setzen wir den hier dran. So sieht das schon mal ganz gut aus. Hier hinten sind die ganzen Sprungtore und Highways, von wo sie kommen. Das wird schon passen. So, für unsere normalen Schiffchen, wie machen wir das? Machen wir so. Sieht man immer ja nicht so richtig. Ja, doch. Damit die hier angeflogen kommen. Na, die kommen eigentlich von oben und dann gehen die nach unten. Gut, so, dann haben wir schon mal Dockbuchten. Dann fangen wir mal an. Wir brauchen Lagermodule, wir brauchen Energiezellen, wir brauchen Siliziumscheiben und die Smart Chips. Das heißt, wir müssen hier eine ganze Menge bauen. Genau. So, ich mache erstmal Kreuzgänger, Kreuzverbindungsteile, überall dran. Weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie das hier alles werden wird. Gucken für die Energiezellen, die könnten wir hier gleich direkt dran kleistern. So. Und ist zu groß für meinen Bauplatz. Nein! Aber ich will ja später hier auch mehrere dran haben. Wobei, ich kann ja. Ne, wir machen das anders. Entfernen das mal. Jetzt ist die wieder weg. Dann sollte das ja passen. Nee, passt Ich immer wurde noch nicht. aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Das ist. Gut, das übernehmen wir erstmal so. Erwarte Befehl. F3, ja. So, das muss ich jetzt erstmal umstellen. Also ich habe gestern auch einen Frachter verloren. Hier ist ganz schön viel los mit Piraten. Da waren die Einstellungen noch nicht richtig. Ihr müsst, ich zeige es euch mal kurz, Spielerinformationen, hier globale Dauerbefehle. Hier steht nämlich standardmäßig beim Piratenüberfall auf Angriff. Also eure Transporter werden mit denen kämpfen und dementsprechend auch verlieren. Das am Spielstart auf jeden Fall sofort ändern. Ich nehme jetzt mal den Haken hier raus, weil diese Meldung kommt jetzt immer häufiger. Und Standardeinstellung ist fliehen. Ich sag denen ja dann auch nur, dass sie fliehen sollen. Und dann funktioniert das eigentlich. Die Geschütze habe ich auf Raketenabwehr gestellt. Bei Verteidigen habe ich festgestellt, die kämpfen dann anscheinend auch mit denen und dann verlieren sie auch. Zumindest ist der, den ich verloren hatte, der war schon auf Fliehen, aber der wollte nicht fliehen. Die Schütztürme waren auf Verteidigen. Vielleicht ist da so eine Wechselwirkung.
Muss ich mal beobachten. So, dann gehen wir wieder zurück. Zurück in den Bau. Bau planen. So, jetzt haben wir natürlich das Problem mit dieser, bloß wegen diesem blöden Teil. Wir machen das folgendermaßen. Wo sind wir? Gehen jetzt mal hier rein. Und machen ein bisschen größer. So, jetzt haben wir nämlich auch Platz. Ist natürlich denn, na, da sollten wir in der Einflugschneise nicht wirklich stören. Wenn wir nicht im Sektor sind, ist es eh egal. Ach, das geht nicht, weil ich hier. Ah, alles klar. Gut, das funktioniert dann doch nicht. Na, ihr merkt schon, ich habe das richtig geplant hier. Nee, da kann ich auch die nehmen. Da kann ich wenigstens später noch ordentlich was dran setzen. Das kostet natürlich jetzt alles wieder extra. Das ist ja wieder richtig gut geplant ist. So. Da haben wir die Energie. Energie. So, Energie. Jetzt brauchen wir Siliziumscheiben. So, die sind natürlich ein bisschen blöd. Die fallen mir eigentlich so auch nicht. Ich hätte sie lieber. Ach, na, erstmal ist es hier. Später können wir ja immer noch mal umswitchen, wenn wir meinen, das muss so sein. So, und die Smart Chips, die passen hier drauf. So. Dann können wir später hier schön lang eine Reihe mit Smart Chip Fabriken machen. Hier lang. Nee. Ja, gut. Das passt erstmal. Zur Not wird die Energiezellenproduktion später mal umgesetzt, wo sie besser hinpasst. Dann können hier die Siliziumscheiben lang. Und Lager wird ja dann groß genug. Apropos Lager. Genau, wir brauchen. Ich habe L-Lagermodule mir gekauft, also die Baupläne. Wir brauchen Feststoff und wir brauchen Container. Feststoff für fürs Silizium und Container für die Waren. So, wir machen erstmal Container, dass das als erstes gebaut wird für die Energiezellen. Gucken wir mal, das passt hier daran, genau. Da lassen wir Platz, damit wir da lang können. Genau. Und einmal Feststoff. So. Das reicht erstmal. So, jetzt gucken wir uns mal an, was der ganze Spaß kostet. So, wir gehen mal. Ich hatte mal 20% Einkaufspreis. Ich weiß nicht, wie das wird, wenn wir es ein bisschen. Nein, wir versuchen es mal. So, dann kostet uns der ganze Spaß 8 Millionen. Die haben wir ja. Machen wir einen neuen Rin. Bestätigen. Und dann brauchen wir noch ein Konstruktionsschiffchen. So, natürlich von hier aussuchen, damit es nicht ewig fliegt. Oh, da haben wir schon etliche. Da, dich nehmen wir doch gleich. So. Gut, dann ist unsere erste Station geplant. Das wird jetzt eine Weile dauern. Jetzt fliegen hier die Schiffe hin. Wir können gucken, ob schon welche kommen. Verfügbar ist noch nichts. Da, der erste Energiezellentransport ist schon auf dem Weg. Bin mal gespannt mit den Höhlenteilen. Also Höhlenteile, Produktionen gibt es massenweise. Da bringt einer 1050 Nanotronik. Super. Super. Das können wir jetzt laufen lassen. Und jetzt müssen wir wieder ein bisschen Geld verdienen. Ich sag mal, wir fliegen erstmal dahin. Bei den Paraniden habe ich jetzt die Polizeilizenz, also müsste ich doppelt Geld kriegen und mal gucken, wie viele Kakerlaken wir da entdecken. Ich habe beim Erkunden auch festgestellt, scheinbar sind bei mir die Kakerinstallationen genau in den gleichen Plätzen wie in meinem alten Spielstand. Andere haben schon geschrieben, ja, das ist woanders. Nur zum Beispiel in Firmenbelange hat einer geschrieben. Und da ist diese Kackinstallation, die richtig, richtig krasse Respawns hat. Da kann man natürlich super dann den Rang und Kohle farmen. Ne? Ich werde wahrscheinlich nicht so viel Glück haben. Ich habe wahrscheinlich nicht mal Glück, dass sie überhaupt Gegner sind. Was ist das für eine Frechheit? Kackinstallation. Ja.
Verteidigungsinstallationen sind hier auch keine. Entweder sind die schon weg oder die bauen sie noch. Das Ding ist ja unzerstörbar. Joa. Es gibt keine Kark. Das ist ja eine Frechheit. Dann. Ach, nee, nicht mit dem Schiff. Mit dem Schiff wird das nichts. Na, das ist jetzt wieder super. Keiner da. Dann heißt es wohl warten. Aber wir können schon mal für den Fall, dass es ewig braucht, ein Schiff kaufen. Ich nehme jetzt mal wieder die Drill. Ach, da hatte ich ja noch gar nichts gespeichert für. Okay. Der soll dann Silizium sammeln und zu unserer Station bringen. 362, 79. Hohoho. Sehr schön. Sehr schön. Die sind schön schnell. So, Waffensysteme kriegt da einen Puls. Quatsch. Quatsch, 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 Quatsch. Bergbau MK2 und Geschütz genauso. Schürfen. Schürfen, Schürfen, Schürfen. Genau. So. Nö. Ich werde die nicht selber fliegen. Brauchen wir auch nicht einfachen. So. Verbrauchsgüter brauchen wir nix. Machen wir ein paar Täuschkörperinnen und einen Captain und ein bisschen Mannschaft. Dass wir später dann unseren Manager da engagieren können. So, Ressourcen sind scheinbar hier noch da. Nehmen wir gleich mal zwei. Ja. Weil einer, die haben ja nicht so viel Laderaum. Da wird einer nicht reichen für die Station. Also auch diese Lithium und die Energiezellenproduktion, die ist natürlich weitaus höher als die Smart Chip. Deswegen können wir da auch mehrere Smart Chip Fabriken dran setzen. Aber alles mit der Zeit. Stück für Stück erweitern, Stück für Stück Unitrader bauen und dann sollte das alles von alleine laufen. Wenn ich mal hier reingucke, haben wir Gesamtwert der Handelsvorgänge schon 93 Millionen. Also die sind schon fleißig, dafür, dass es nur so wenig sind. Und hier seht ihr auch 138 eingesetzte Satelliten. Das ist schon nicht schlecht. Ein bisschen gekämpft habe ich auch schon. War ich ja schon fast gezwungen zu, weil hier sind ja überall Feinde. Nur hier nicht. Na denn. Warten wir da mal auf den Respawn. Ich hoffe, dass die etwas schneller nachspawnen. Sind wahrscheinlich gerade gekillt worden. Naja, gut. So, dann gucken wir mal. Also jetzt würde ich normalerweise Sensor anmachen und warten, bis das hier fertig gebaut ist. Ja? Sensor kann ich noch nicht bauen. Mir fehlen noch zwei Sachen und die kriege ich hier bei den Kark. Das Teil von den Xenon, die Feldmatrix habe ich schon. Und die anderen beiden kriege ich halt auf jeden Fall von den Kark, die kriege ich auch bei den Xenon. Aber hier Xenon suchen, och nee, und in Xenon-Sektoren ist mir das aktuell ein bisschen zu aufregend noch. Joa. Das ist ja wieder nett. Das ist ja wieder nett. Piratenbasis, ja, ich habe schon bei Piratenbasen, habe ich mir auch schon ein bisschen illegale Sachen gekauft. Auch die EMP-Bomben. Damit ich hier Datenlecks erstellen kann. Genau, das könnten wir eigentlich mal machen, wa? Das könnten wir doch mal machen. Was für eine Station nehmen wir da? So, ja. Nanotronik. Da sind wir noch viel zu weit von entfernt. Mikrochips, die habe ich schon gekriegt, die würde ich gerne haben. Hüllenteile.
Ja, jetzt heißt es nach und nach immer Stück für Stück mehr Geld investieren, Werften versorgen, eigene Produktion aufbauen, Rang aufbauen und die Hauptquest, die müssen wir auch mal machen. Die will ich eigentlich, ach ja, teleportieren würde ich schon gerne können. Dass ich mir dann überall an den wichtigen Stellen, zum Beispiel bei den Fraktionsrepräsentanten, dass ich mir da Schiffe hinstelle, dass ich da hinporten kann. Man kann ja zu NPC Station erst porten, wenn man Rang 27 hat. Seit neuestem, in Anführungszeichen. Das wurde ja mal nachgepatcht. So, mal gucken, ob wir hier irgendwo. Ja, das will ich nicht. Ich finde Daten. Oh, da ist ein Datenleck. Flairmeerglück. Na, komm. Jetzt hängt wieder alles fest hier. Ja, ist klar. Ist klar. Ich habe auch schon mal versucht zu speichern und dann zu laden, wieder hin und. Ach, das hat alles nicht gebracht. Hätte ich ja sechsmal laden, hätte ich dann aufgegeben. Soll aber wohl funktionieren. Aber ich habe festgestellt, es gibt verschiedene Datenlecks an verschiedenen Stellen und wenn es an der richtigen Stelle ist, dann kriegt man den Bauplan und bei den anderen kriegt man nur diese Rabatte und Provisionen. Also das ist jetzt so meine Theorie. So, schauen wir mal. Jetzt haben sie mich wieder angefixt. Dann ist hier wieder nix. Ja, ich glaube, die Folge wird heute auch ein bisschen länger gehen, weil ich die Stoppuhr nicht angemacht habe. Ich weiß gar nicht, wann eine halbe Stunde rum ist und das ist ja immer so schnell vorbei. Deswegen, ich lasse jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Ich gucke mal. So, ob ich es versuche, ob ich es versuche, ob ich es versuche. So. Ich müsste ja eigentlich, wenn ich das dann gemacht habe, schnell weg. Ich werde mal speichern. Nee, ich will nicht andocken. So. Husch, husch. Ich will. Raumanzug und dann wollen wir mal gucken, ob das hier was wird. So, auf die 2. Nicht, dass die mich kriegen. War jetzt nicht so gut. Das haben sie dann wohl doch mitgekriegt. Die Station ist rot. Muss ich gleich abhauen. Na komm, komm. Wie nah denn noch? Komm. Nein, ich jetzt. Hab ich die schon? So, Pause. Das wäre. Das hätte ich doch mitgekriegt, wenn ich die schon gehabt hätte. Ne, die habe ich noch nicht. Gut. Wie läuft's hier? Ja, super. Das ist natürlich wieder Vorführeffekt. Das läuft jetzt richtig schlecht. So wie es eigentlich nicht laufen sollte. Oder vielleicht ist das normal und immer wenn ich das gemacht habe, hat es einfach mal durch Zufall funktioniert. Nun gut. Sehr hartnäckig, sehr hartnäckig. Ah. Wunderbar. Oh, und Errungenschaft Data Mining gekriegt. Sehr schön. Abhauen, bevor hier noch irgendwer ankommt.
auf mich schießt. Mal gucken, ich bin noch nie. Weil sonst bin ich immer teleportiert. Ah, da ist es. Husch, husch, husch. Gut, da kommt doch schon irgendwas an. Fup. So, und jetzt abhauen. Ich grüße Sie. Na, Hallöchen. So. Ich denke, das werden die vergessen. Irgendwann, die sind ja alle nur am Raumspritzsaufen. Da wissen sie nicht mehr, wer ich bin. Hoffe ich doch. So, jetzt haben wir Bauplan für Hüllenteile, ist schon mal super. Ich wollte eigentlich noch Antriebsteile, hatte ich bisher auch noch kein Glück. Ah, das wäre alles nach und nach. Alles nach und nach. Jetzt machen wir erstmal Smart Chips. Dann wahrscheinlich auf Antriebsteile gehen. Dann brauchen wir auch noch Gassammler. Da brauchen wir. Stopp! Stopp! Der ist natürlich im Reisemodus wesentlich, ja. Träger als der kleine. Aber ist eine Synthesis. So, du komm mal zu Papa. So, schon mal stopp mal, nicht, dass ich über das Ziel hinausschieße, wie so oft. Noch ein bisschen was. So, dann schauen wir mal. Ach, ja, stimmt, die spawnen ja kreuz und quer. Die spawnen ja nicht immer da. So, kommen sie von hinten an. Da sind doch. Da ist noch ein Jäger bei. Danke für Ihre Hilfe. Bitte, bitte. Ein kleines Dankeschön. Danke für Ihre Hilfe. Oh, jetzt doppelt. Na, 80.000 nur für ihn. Na, ja, ich bin wieder völlig übers Ziel hinausgeschossen hier. So, machen wir erstmal Stopp. Einsammeln hier. Was haben wir denn Schönes? Hat schon jemand herausgefunden, wofür man den Kyonenkristall braucht? Also ich noch nicht. Verkaufen kann man auch nicht, aber der ist auch 80.000 wert. Da sammelt sich ja mit der Zeit auch einiges an. Danke für Ihre Hilfe. Hier ein kleines Dankeschön. Oh, wieder 150.000 gekriegt. Oh, Schildgeneratorspule, sehr schön. Zum Modifizieren der Schilde. Gibt zwar nur die einfachen, aber das reicht ja schon mal. Die ist ja hier noch gar nicht gepimpt. So. Na, bin ich ja mal gespannt, wie lange die feindlich ist. Hier baut noch lange nichts. So, Nanotronik haben wir schon drin. Hüllenteile bringt noch gar keiner. Ich muss den Preis hochstellen. Danke für Ihre Hilfe. Hier ein kleines Dankeschön.
Das wird hier sonst nichts. Also eine niedrigen Preise kann man halt nur einstellen, wenn die ganzen Lager voll sind. Wahrscheinlich sind sie das halt nicht. So. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie Fraktionsstand. Argon, ja, ist nicht mehr weit bis 20. Super. Dann sind wir da nämlich durch. Bis 30 brauchen wir ja nicht. Ja, bindet die haben wir bloß eine Station. Das dauert. Das dauert. Ja, hier will ich jetzt ein bisschen farmen, dass ich da auf 20 komme. Ja, und der Rest ist eigentlich relativ Wurst. Rest ist egal. Gut, dann werde ich hier auf jeden Fall noch ein bisschen rumballern. Denke ich mal, ja. Immer mal abwarten. Ich werde wahrscheinlich hier auch noch zwischendurch mal zu den Stationen fliegen, gucken, ob eine Mission da ist. Hier noch ein bisschen Geld machen. Und nebenbei noch ein paar Schiffe. Apropos Schiffe. Hahaha, geht mal was gebaut. Wir haben noch was gebaut. Wo ist hier? Warte. Genau, die Bäden. Die Bäden schicken wir schon mal dahin. Genau. Die anderen können weiter verkaufen. Was macht er hier? So, der hier, der hatte leider keine drei Sterne. Den habe ich hier diesen nicht so guten Befehl Waren verteilen gegeben auf Sensorbündel. Macht er, aber scheinbar dauert es ewig, bis der levelt. Also, wenn das so weitergeht, dann ja, mal schauen. Man hat ja immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit, einen Newton-Piloten zu kriegen beim Kauf. Kann er die schon. Ja, kann er. Und dann ist alles, dann ist alles schick. Aber wenn er halt nur zwei Sterne oder noch weniger hat, dann ist halt doof. Dann kann man die dafür nicht einsetzen. Ich weiß ja nicht, ob mit 2.0 dann endlich mal die Schulen kommen. Weil diese Seminare, die kann man ja schon kaufen und finden. Wo man die Piloten und Manager und was nicht alles ausbilden kann. Das wäre mal ganz interessant zu wissen. Aber das werden wir ja mit den nächsten Updates dann erfahren. Dann kommen ja auch die Spielerwerften. Das wird natürlich auch interessant. Bis dahin müssen wir 500 Millionen haben, wenn die wirklich so teuer ist. Ja. Also der Bauplan. Also müssen wir Kohle scheffeln. Aber es wird. Ich habe jetzt viel Zeit damit verplempert. Nein, nicht verplempert. Ich habe sie investiert, ja, für vernünftiges. Für vernünftige Handelsgrundlage. Ah, der hat nichts liegen lassen. Ihr seht schon, mit dem Schiff hier und der Bewaffnung ist das einfach nur easy. Kann man gutes Geld verdienen. Und kann schön die ganzen Sachen hier abfahren. Kyon-Kristall wieder. Und Schiffs-Nanogewebe. Sehr schön, sehr schön. Das war noch nicht das, was ich eigentlich wollte. Da sind schon die nächsten. Aber wir wollen erstmal Tuning-Software. Ist wichtig. Und das ist eigentlich nicht so wichtig. Ja, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich den Zinser habe. Da werde ich jetzt mal gezielt drauf hin farmen. Dass ich den dann ab morgen vielleicht nutzen kann. Ohne Zinser, also ganz ohne Zinser. Ja, könnt ihr euch ausrechnen. Also wir brauchen ja auf jeden Fall, weiß ich nicht, eine Station, die 400, 500 Millionen wert ist.
So ein Riesenkomplex sollten wir schon bauen, damit wir auch irgendwann die Milliarde dann erreichen. Also viel investieren, wenn wir das ohne Zinser machen. Ja, das werden eine ganze Menge Folgen dann. Gut, ich mache ja immer Zeitsprünge. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt die, was habe ich denn hier über 9 Stunden erkundet, wenn ich das alles in Folgen gemacht hätte? Ja. Erwarte Befehle. Ah, kriegst du gleich. Moment, ich rede hier gerade, ja. Ja. Danke für Ihre Hilfe. Hier ein kleines Dankeschön. Na? Achso, das war für den letzten. Alles klar. Gut. Erwarte Befehle. Ich sammle hier noch ein bisschen und warte mal ab, bis die Station fertig ist und dann geht es morgen weiter. Dann brauchen wir einen Manager, müssen den Schiffen Befehle geben, müssen die Station alles einrichten, alles einstellen und dann werden wir die Stück für Stück erweitern. Ja, ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, unten in die Kommentare, wie immer, wird dann immer ein bisschen Zeit verzögert, wenn ich dann in den Videos mal reagiere. Dann kann es sein, dass ich eine Woche später darauf reagiere, weil für mich war es der nächste Tag. Ja. Muss ich aber leider machen, weil ich beruflich und privat manchmal doch ein bisschen eingeschränkt bin und damit ihr jeden Tag eine Folge kriegt, mache ich dann, wenn ich Zeit habe, doch ein paar mehr Folgen. Ja, so sollte das für euch passen. Alles klar, dann bis morgen und ja, weiterhin viel Spaß. Euer Semira.